Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe verbliebene Gäste! Auch ich möchte mich in der dritten Lesung dieses Gesetzentwurfs kurz fassen. Aber ein paar Anmerkungen habe ich dann doch. Und es geht, Überraschung, auch um die Evaluation des Praxissemesters. Und Frau Claus, bei allem Respekt, warum macht man denn eine Evaluation, wenn man eh schon weiß, was man machen will? Sie haben gerade gesagt, Sie wollen abwarten, was oder das genau auswerten, was in der Evaluation sind. Gerade eben haben Sie aber schon gesagt, dass Sie auf jeden Fall eine frühe Praxisphase haben wollen. Also was ist es denn nun, wenn man eine Evaluation macht, dann muss man die auch ernst nehmen und nicht eh das durchziehen, was man eh schon immer vorhatte. Obwohl eine Verlängerung der Praxisphase im Lehramtsstudium scheinbar von allen für notwendig gehalten wird, muss auch das Praxissemester, wie es erprobt wurde, an einigen Stellen kritisch betrachtet werden. Vor allem scheint der Zeitpunkt des Praxissemesters eben doch zu früh im Studium gewählt zu sein. Fachwissenschaftliches und didaktisches Wissen sowie pädagogische Kompetenzen sind so früh im Studium, also im zweiten oder dritten Semester, noch nicht insofern ausgeprägt, als dass ein gewinnbringendes und nutzbares Praxissemester absolviert werden kann. Dies scheint bereits jetzt ein zentrales Problem des Praxissemesters zu sein. Daneben spielen auch die notwendige Qualitätsverbesserung in der Betreuung, eine bessere Kooperation zwischen allen Beteiligten, also Hochschulen, Schulen, Schulämtern und Lehrkräfteakademie, sowie eine kooperative Planung des Praxissemesters eine wichtige Rolle in der Evaluation. Besonders gravierend scheint aber die Mehrbelastung für die schulischen Mentorinnen und Mentoren, also die Lehrkräfte, zu sein, die die Studierenden an den Schulen begleiten, und das, obwohl die Qualität einer Praxisphase maßgeblich von der Betreuung vor Ort abhängt. Hier müssen die Kolleginnen und Kollegen endlich entlastet werden. Auch für die Aufgabe der Praxisbetreuung müssen mehr Ressourcen bereitgestellt werden. Betreuung braucht Zeit, und die können sich hessische Lehrerinnen und Lehrer nun wirklich nicht mehr aus den Rippen leiern. Vor diesem Hintergrund geht das Lehrerbildungsgesetz der SPD mit der Verlagerung des Praxissemesters in den Master in die richtige Richtung. Auch die engere Kooperation von allen Beteiligten in regionalen Kompetenzzentren kann ein geeignetes Instrument sein, um die Kooperation zu verbessern. Es besteht da aber allerdings auch die Gefahr einer Überbürokratisierung. Gegebenenfalls können da Kooperationen zwischen Schulen und Universitäten durchaus flexibler sein, um Informationsaustausch und Rückkopplung zu verbessern. Insgesamt halten wir aber den Vorschlag der SPD immer noch für einen begrüßenswerten Einstieg in die Debatte um die Lehrerbildung. Die Anpassung der Studiendauer auf einheitliche 10 Semester, die Implementierung von Grundkompetenzen beim Thema Inklusion, ein Recht auf Weiterbildung für Lehrkräfte und die Einbindung neuer Herausforderungen, die Lehrkräfte heute meistern müssen, wie beispielsweise die Digitalisierung, sind sehr begrüßenswerte Initiativen. Allerdings stehen wir immer noch kritisch der geplanten Stufung des Studiums gegenüber. Dies führt in anderen Bundesländern eben nicht zur gewünschten Polyvalenz zwischen Lehramtsstudium und Fachstudiengängen. Leider fehlt in dem Gesetzentwurf auch ein Recht auf einen Masterstudienplatz. Ein Lehramtsstudium light mit einem Bachelor kann aber nicht das Ziel einer Reform der Lehrerbildung sein. Es müssen genügend Masterplätze für alle geschaffen werden, die den Bachelor durchlaufen haben. Ansonsten droht eher eine weitere Abwertung des Lehrerinnenberufes statt einer gewünschten und notwendigen Professionalisierung. Wir sind in jedem Fall auf den Entwurf der Landesregierung gespannt. Der soll ja jetzt doch im nächsten Jahr dann vorgelegt werden, hat man gehört. Aber bei der generell ablehnenden Haltung, was auch die Frau Claus gerade gesagt hat, gegenüber allen zentralen Punkten des hier vorliegenden Entwurfs und was auch eigentlich alle Expertinnen und Experten in der Anhörung gesagt haben, bleiben wir skeptisch, ob Sie eine angemessene politische Antwort auf die steigenden Herausforderungen der Lehrkräfte an hessischen Schulen haben. Vielen Dank.